Der hat einfach auf Aufnahme gedrückt. Läuft schon. Ist immer noch laut, Johanna? Nein. Die Folge, ne? Das wird nichts. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lieblingsessen. Heute steht Ilja auf einmal nicht hinter der Kamera, der steht nämlich hier. Denn wir machen heute das lang erwartete, das Beste, das Schönste. Piroggi. Wer ist das? Piroggi? Piroschki. Piroschki. Also das oder Arthur für Deutsche hat, einfach auszuschreiben, Piroschki. Also das, was Arthur gemacht hat, war das polnische und du machst das russische Pendant dazu sozusagen. Ja, im Grunde, aber eigentlich, man kann das füllen, wie man Bock hat. Geil, man, hinter der Kamera dafür heute, aus der Walachei zu uns getreten, heute ungeschminkt, deswegen auch hinter der Kamera. Oh mein Gott, was wir uns hier gerade angucken müssen. Sind das Krater oder ist das die Haut? Keiner weiß es. Johanna ist da. Ja, los geht's, Hunger. Diese Blicke des Hasses also gerade. Nicht wundern, falls okay. Wir heute mal abgeschnitten sind, ist das, weil Johanna wieder schön aus der Hüfte filmt, schon mal wieder. Ich habe hier das schöne Rezept von meiner Mutter ausgedruckt. Von meiner Mutter? Eigentlich von hätte deine Mutter Kamera machen müssen. Nein, nein, falsch, nein. Wir fangen an mit der Füllung und Reis. Kochen erstmal den Reis. Finde ich übel geil. Wasser. Ich freue mich auf die ganzen Kommentare, die wieder sagen, boah, Ilja, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Weil ja, die kamen schon öfter. Ja. Eine Tasse Reis. Eine Tasse Reis. Ich finde immer, das ist so unverständlich, weil woher soll man wissen, wie groß die Tasse Dankeschön, sein soll? Dankeschön, danke. Hasumi, ne? Ja. Wir müssen uns ganz schön beeilen. Ja, aber ich habe das Gefühl, diese Piroggis, die Piroggen, die dauern lang. Lecker, nein. Kalinka Käfer. Aber Ilja ist halt so jemand, der ist beim Kochen, der direkt mit aufräumt. Deswegen wird es lange dauern. Ah. Der ist halt Ilja, so, lass die Scheiße liegen. Was? Die Scheiße liegen, Alter. So, wie macht man Reis jetzt rein, ne? Rein und dann nochmal eine Tasse Wasser drauf. Aber ich habe schon ganz viel Wasser da drin. Ja, wieso? Du hast noch nie Reis gekocht. Doch. So. Ja, aber so machen wir das nicht. Hast dann am Ende immer schön noch ein bisschen Wasser übrig, ne? Ja, ich gieße dann ab. Hm. Das ist doch jetzt schon heißes Wasser. Ja, dann. Ilja nimmt das hier ernst. Diese Chefkoch-Attitüde, die normalerweise hinter der Kamera steht. Ja, vor allem dieses direkt so, ach Mann, ja. Okay, das wird schon warm, gut. Ich werde jetzt eins schon mal hier drauflegen, um das fertig kochen zu lassen. Und jetzt muss man das da reintun. Muss das schon kochen? Nein. Nö. Wie lange muss das jetzt? 7 Minuten, beziehungsweise bis das Wasser weg ist. Nachdem etwas Salz. Das reicht. Das ist viel zu viel. Das ist nicht viel. Das ist okay. Ein Esslöffel Butter. In das Wasser Butter? Ja, das klingt voll geil. Hä? Das setzt sich doch ab. Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Ja, wir können es auch danach machen. Nein, wir tun es da rein. Hä? Wir tun doch jetzt kein Butter in Wasser. Ein Esslöffel? Ja. Das macht jetzt nicht so einen Unterschied, ob das jetzt nach das dem Kochen schon einen oder. Das macht schon einen Unterschied, ob es nach oder Unterschied, also, ja. Obwohl, das Wasser was vergeht ja da? Komplett. Nee, du hast recht, das macht keinen Unterschied. In das Wasser? Ja, das Wasser wird ja, doch komplett gut. Aufgenommen vom Alles Reis. Gut. Ein bisschen mehr noch. Ilias Gericht, Johanna will mehr Butter. Nachdem das Wasser anfängt zu kochen, das Feuer klein machen. Hammer. Feuer? Wo kocht deine Mutter, Alter? Ja, sie hat einen Gasherd. Ach so, ja, ja. Gasherd. Im Wald Gasherd. Jetzt haben wir Butterwasser. Das stört Rassist. Mich irgendwie. Rassist? Deine Mutter ist Russin, ich bin kein Rassist. Deine Mutter ist das Russin. Ist deine Argumentation. Wenn die jetzt Türkin wäre, dann könnten wir immer darüber diskutieren, richtig. Ne? Richtig. Nein, oh Gott. Ich schneide irgendwie öfter gerade deinen halben Kopf ab. Ich gebe mir wirklich ab jetzt richtig viel. Voll cool. Voll richtig. Ja, du musst auf den Bildschirm gucken, nicht auf die Leute. Mhm. Ja. Ich kann seine Kamera. Nach 25 bis 30 Minuten Reis wird fertig. Reis wird fertig, ja. Während Reis kocht, schneiden klein gekochte Eier. Aber Eier brauchen nur 10 Minuten, deswegen. Während Reis kocht, schneiden klein gekochte Eier, grüne Zwiebel oder Lauch und reibe weiche Käse. Ich glaube, meine Mutter hasst mich danach. Guck mal, das Schnittlauch, aber die haben mir einfach eine Rose reingetan. Idioten, ey. Das Wasser muss aber erstmal kochen, ne? Warum ist das so? Guckt ihr auch immer auf die Uhr, wenn die Uhrzeit ist, wie euer Geburtsdatum ist? Also ich gucke immer um 17:04 Uhr auf die Uhr aus Versehen. Immer wenn hast du am 17.04. Geburtstag? Ja. Toll. Was hast du denn von mir bekommen zum Geburtstag? Ein Pizzaschneider. Sehr cool. Ja. Danke. Also du guckst immer um 17:04 Uhr und denkst dann, ah, da habe ich warum? Geburtstag. Ja, ja. Das ist leicht egozentrisch. Nein! Schnittlauch, Basilikum, alles immer so lecken. Aber wir können auch bestimmt dann in der Zeit, wenn der Reis jetzt noch fertig wird, dann können wir ja alles andere schon machen, ne? Den Teig und so. Ja. Das ist ja fantastisch, das ist ja ein Rezept, wo man nicht warten muss. Ja. Das ist ja sehr russisch, also effizient.
glaube, ohne einen Wodkafeuer schmeckt das automatisch nicht. Nee, das passiert heute nicht mehr. Ich muss mal Auto fahren. Komm in der Racist Kitchen. Willst du mal abbeißen? Nein, schneid mir ein Stück ab. Alles klar, wir ich reib schon mal den Babybell, ne? Weiche Käse. Mach ich mal kurz klein. Oh, lecker, weiche Käse. Oh, tolle Zoom, weiche Käse. Mm. Oh, mal lecker, weiche Käse, reibe. Mm. Kochst du schon deine Eier? Ich tue das immer in unkochendes Wasser. Wohl, langsam gibt es die ersten Anti-Möhrchen, ne? Wie? In den Kommentaren, die sagen so, boah, mir reicht's langsam mit diesem Gemöhre. Ich würde ja vielleicht mein Haustier Möhre nennen. Sind dir die Fingers gewaschen? Ja, in den letzten drei Tagen. Aber hier vor schon. Aber ist es schlimm, wenn so ein bisschen von... Deinen Fingern mitkommen? Nee. Bist du Legastheniker? Ja, Legasthenakia. Können wir ja hier einen kleinen Buchstabierwettbewerb einblenden, oder? Alles klar, dann fangen wir an. Buchstabiert mir bitte das Wort Sahnehäubchen. S-A-H-N-E-H-Häubchen. Sahnehäubchen. Falsch, jetzt bist du dran. Ich brauche ein neues Wort. Er hat Sahnehäubchen ja nicht fertig gemacht. Okay, du kannst S-A-H-N-E-H-E. P-F-E-N. Häubchen oder nicht, ne? Häubchen, aber mit B-C-H-E-N. Ich hab P vergessen. Du hast P in was? Häubchen. So ein neues Wort, let's go. Ich bin bereit. Sperrmüll. S-P-E-R-M-Ü-L-L. Falsch. So, nun bist du dran. Doppel-R? Ja, glaub schon. Warte, stopp. Ja, deswegen. Halt, stopp. Falsch. Dann buchstabier du mir doch mal Mundhygiene. M-U-N-D-H-Y-G-I-E-N-E. Richtig, damit hätten wir den ersten Punkt bei Ilja. Dritte entscheidende Runde, doppelte Punktzahl. Also der Reis, den kochen wir so lange, bis das Wasser weg ist, ne? Genau, und dann mischen wir den mit dem Schnittlauch, den geschnittenen Eiern, die wir noch schneiden müssen. Okay, ich habe zwei Wörter. Und dem Käse, genau. Ja, warte, okay, dann mache ich mal die 10 Minuten für die Eier, ne? Okay, dein Wort ist adäquat. Könntest du das in einem Satz verwenden? Ein adäquater Ausdruck. Angemessen heißt das übrigens. Könntest du das Wort in einem Satz verwenden? Ein adäquater Ausdruck. Das ist kein Satz. Freddy hat einen adäquaten Ausdruck benutzt. Verstanden. A, D, Q, U, das ist schon falsch. A. D. Adäquat. Richtig wäre A, D, E, Q, U, A, T. Leider falsch. Du hast schon gewonnen, aber bitte buchstabier mir doch bitte Akquise. A, K, Q, U, I, E, S, E. Leider falsch. A, K, Q, U, I, S, E. Ja. Aber naja, aber Ilja hat gewonnen. Ilja hat gewonnen! Wow, Props an Ilja! Das war echt krass schlecht irgendwie, ehrlich gesagt, Leute. Ja. Hat geknallt, aber. Vielleicht wäre das ein neues Format. Klavierwettbewerb. Der große YouTube-Deutschland-Buchstabierwettbewerb. Ey, ohne Scheiß. So Simon Will auf der Bühne. Könnten Sie diesen Satz bitte? Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, das wäre wirklich witzig. So Buchstabiervideo, wir drei. So, das machen wir. Dann werden wir mal sehen, wie das ankommt. Scheiße. Nein, versprochen. Ich will mit mehr Leuten das machen. Ja, können wir ja. 8 Leute. Ja, okay. 8 YouTuber. Bekommen wir einen Teleprompter? Ja. Oh mein Gott. Dann fragen wir die und dann machen wir das Video. Mehl streuen durch das Sieb 2-3 Mal. Plus Salz, Natron, Zucker und Pflanzenöl. Durch das Sieb. Kefir und Ei. Durch das Sieb. Du hast jetzt so oft Teig gemacht, ich vertraue dir. 500 Gramm Kefir. Ist aber nicht 500 Milliliter. Ich wusste halt nicht, ob das, weil das sieht so aus, als ein halber Liter, ne? Ja. Das ganze Ding. Ja, das weil Gramm und Liter haben wir ja gelernt, ist ja. Ich kenne die Dinger in so Joghurtbechern. Ja, das Becher, war der einzige, den die hatten. Aber das sollte auch gehen. Kannst du ein Ei mehr kochen? Ich will jetzt schon mal den Schnittlauch da rein ballern. Pele, Pale. Was macht? Ist das verballert. Die Füllung oder wie? Das ist die Füllung, genau. Von Nudels? Von Nudels? Was? Sind das Nudeln? Das ist Reis. Ja, das, was drumherum ist.
zwei, drei Mal muss ich das jetzt sieben. Wenn Mutter das so sagt, dann wird wenn das. Mutter das sagt, wenn Mutter das so sagt, dann. Dann würde das gerne machen, wie die russische Mutter das will. Deine Mutter ist Russin, oder? Ja, und vermutlich mache ich gerade auch alles falsch, Mama. Aber. So, den Käse, den haue ich eine da jetzt auch noch mit rein. Susanne, ich sieb einfach nochmal durch. Ich mache jetzt zwei bis drei Mal, wie deine Mama gesagt hat, Julia. Ja, ich weiß auch nicht, was ich das so bringen soll. Feines Mehl, Bruder. Boah, ist schon anstrengend irgendwie. Sieb oder stirb. Plus Salz, Natron und Zucker. Pflanzenöl, Kefir und Eier. Alles gut mit dem Löffel, dann mit der Hand, bis Teig klebt. Nicht zum Hand. Mit der Hand, bis Teig klebt, nicht zum Hand. Ich mach das nicht mit der Hand, ich werde das mit dem Ding machen. Ja, so. Das hätte ich auch gesagt. Also, ein bisschen Zucker. Ein Teelöffel. Das sieht gerade ein bisschen aus wie Risotto. Ja, oh, sieht lecker aus. Oh, ich hab so Hunger, ich sterbe. Ein bisschen Natron, damit wir an unserer nächsten Natronvergiftung arbeiten, nach dem Brezelvideo. So, Teelöffel. Wie lange braucht die Eier noch? Fertig, in der Sekunde, wo du gefragt hast. Also, hol die raus und tu noch eins rein, ein neues für mich. Nun, deine Eier. Ich will ein Ei essen. Ich kann das auch mal. Was tust du? Und dann tun wir ein neues rein. Warum tun wir die gerade dahin? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Völlig irrelevant. Die wollten da unbedingt hin. Buchstabe irrelevant. I-R-R-E-L-E-V-A-N-T. Und du wolltest jetzt noch eins, ne? Ja. Muss da noch ein Ei rein, ja? In den Teig, ja. Geil. Da muss Öl. Habe ich gerade reingemacht. 60 Milliliter und dann den Kefir jetzt hier reinballern. Geil. Bah, lecker. Schön Teig kneten bis klebrig und dann nicht in den Mund. Nicht in Hand. Roll your Teig gently down the stream. Merrily. Was hast du da? Die abgeschreckten, gekochten Eier. Ihr werdet jetzt sterben. Ihr werdet jetzt sterben! Müssen wir das in den Backofen tun eigentlich am Ende? Nee, die werden gebraten. Gebraten? In der Pfanne. Im Grunde wie eine Frikadelle. Nur eine Frikadelle aus Russland, Bruder! Man kann die im Grunde auch frittieren. Ne? Frittieren? Mhm. Was machen wir denn? Wir haben noch ganz viel Butaris. Haben wir eine Fritterie? Wir können so ein Zwischending machen. Also du willst da mehr Mehl reintun? Ist halt noch nicht so fest. Ja eben. Brauchst du festen Teig? Ja, wir müssen. Weil der soll kleben. Bis Hand klebt. Wir müssen ihn ja schon noch formen können. Ich tue das jetzt nicht gesiebt da rein, ne? Ja. Das ist dir durchaus bewusst. Ich aber du kannst doch noch sieben. Johanna, das mache ich nicht. Tu das da rein. Das hat Elias Mama so gesagt. So, ich schneide schon mal die Eier. Also das muss, der muss dingsiger sein. Ich gucke jetzt erstmal, dass der Teig hier so wird, wie du dir das vorstellst. Ich hol mal kurz mein Ei raus, okay? Aber das sind keine 10 Minuten jetzt gewesen, ne? Hey, aber man kocht doch ein Ei keine 10 Minuten. Doch. Also ich immer nur 6. Puff. Hast du auf die Uhr geguckt? Ja. Okay. Ja, dann macht ihr eigenes Kochvideo in der Zeit. Sieht aus, als ob dann noch mehr Mehl. Noch mehr Mehl? Wir müssen das ja ausrollen, ne? In zu so einer Wurstform. Soll ich dein Ei schon mal abschrecken? Hab ich schon. Hast du schon? Soll ich dir das schälen? Ja. Oh ja, das ist innen schön weich. Ja? Mhm. Aber so wolltest du das haben, ne? Mhm. Dann muss es noch was abkühlen. Lassen wir es noch was abkühlen. Nee, er kümmert sich gerade um mein Ei. Ja, das ist jetzt wirklich sehr klebrig. Ist klebrig, oder? Immer noch, ja. Der soll ja klebrig sein. Ja, aber reicht das Ilja so? Dass Ilja so reicht, das weiß ich. Der kennt ja den Teig. Ich weiß ja nicht, wie er muss. Also ich bin kritisch. Noch mehr? Ich würde sagen ja, weil das kannst ja nicht kneten. Wie so jemand mit ganz schön viel Schnupfen, ne? Bah. Aber steht ja auch im Rezept, dass man jetzt quasi so viel Teig nimmt, dass er halt nicht mehr an der Hand klebt und man den gut ausrollen kann. Ach, das stand da! Solange bis nicht mehr klebt an Hand. Bist du gerade dein rohes Ei? Pass auf, du musst das ausschlurzeln, so höchstwahrscheinlich, wenn er da zum Kern kommt. Hört man dann nur. Füllung sieht schon sehr lecker aus. Wie schmeckt's Ei, Johanna? Gut. Beste. Ist echt perfekt geworden. Sieht ganz schön lecker aus. Ja, finde ich auch. Boah, ich freue mich so. Wird so lecker. Ich muss auch gestehen, meine Mutter hat mir schon zum Probieren ein paar vorbeigebracht, die Tage. Und ich habe die halt seit über 20 Jahren nicht mehr gegessen, weil meine Oma die früher immer gemacht hat und die ist halt nicht mehr da. Ne? Und das Rezept ist so ein bisschen verloren gegangen. Klar konnte man sich das aus dem Internet holen, aber es ist nie dasselbe. Jetzt hat deine Mama extra die nochmal gekocht. Die hat extra nochmal recherchiert und das ausprobiert und mir das dahin gepackt. Ja, deswegen wollte ich das unbedingt so ausdrucken und zeigen, weil das irgendwie süß, ja. Süß. Hm.
Ja, sehr gut. Und du hast hier zu kämpfen? Ich möchte hier nicht reden gerade. So hält Johanna gerade die Kamera. Ja. Noch mehr, Ilja, oder reicht's jetzt? Ja, ich finde, das sieht schon oder deutlich besser aus. Jetzt steht da, wir sollen den noch 15 Minuten ruhen lassen. Naja, dann machen wir das doch. Cut. Mach das bitte nochmal. So, da sind wir wieder. Der Mehl hat 15 Minuten geruht. Jetzt ist Ilja fertig und bereit, den zu kneten, weil du weißt, in welche Form und wie. Und ich habe keinen Bock, Mehl zu Teig zu. Wir sollen diese Würstchen machen, ne? Warum ist denn der jetzt wieder so klebrig geworden? Der war doch eigentlich nicht mehr klebrig. Wenn doch klebt, noch ein bisschen Mehl dazu gäbe. Hä, soll ich jetzt schon wieder Mehl da? Soll ich wieder mixen oder was? Nein, wir machen also jetzt in dem Dingens. Dann Tisch mit ein bisschen Mehl beschreuen lassen und eine Rolle ausrollen. Und dann aufteilen. Ich mache Rolle ausrollen, hallo. Das ist ein bisschen dick, glaube ich noch. Ha! Ha! Aua! Meine Hand hat mich. Fühlt sich nicht gut an, das Geräusch. Ist so weich, dass es ein bisschen schwierig ist, den zu rollen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht, was er will. Ne? Ich nehme jetzt mal ein Löffelchen und probiere mal den Inhalt. Sehe ich aus wie ein Mensch, der weiß, was er will? Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich will. Ich weiß nicht, vieles. Ich weiß auch nicht. Aber innen drin schmeckt lecker, ne? Weißt du, weiß ich nicht. Ein bisschen salzig. Mmh. Mmh. Oder? Ja. Schon lecker. Und da ein bisschen Ei drin, ist schon ganz ein bisschen. Das Gefühl, ja, ne? Da fehlt was. Pfeffer, ne? Glaube ich auch. Oder so ja. Chili? Dann mach ruhig. Oder soll ich mal hier die Twist in Spice? Ja, finde ich wirklich, weil sowas finde ich macht es dann immer so aber ein bisschen. Aber davon ein bisschen weniger und mehr so Pfeffer. Ich glaube, Salz ist okay, ne? Ja, Salz reicht. Willst du so große, riesige Dinger machen? Ja. So, ich hau jetzt hier so ordentlich mal so ein bisschen Spice rein, ne? So was würde ich sagen. Die Zahl, die du machst, die muss durch drei teilbar sein. Muss das eine Primzahl ergeben? Nein, aber das müssen wir durch uns drei aufteilen können. Jedes Stückchen ausrollen in Kügelchen und dann backen und braten. Eigentlich sind die Matroschkas die chinesischen Katzen der Russen, oder? Diese Winkelkatzen. Ja. Ja. Was haben wir in Deutschland? Kuckucksuhren. Stimmt. Einfach da rein. Es wirkt irgendwie so, als wäre es sehr viel Teig. Ne? Ja, finde ich auch. Schon zu viel Teig, ne? Noch ein bisschen mehr Füllung einfach. Und bei euch so? Ja, alles gut. Sorry, Mama Ilja, das wird nichts. Waren die bei deiner Mama auch so riesig? Ja. Sicher? Das habe ich auch gestern gesehen. Da habe ich mich mitgehackt. Wie groß waren die deiner Mama? Ja, doch, sehr ähnlich. Schon hat er recht. So, soll ich das schon anfangen zu braten? Ein bisschen? Dann können wir so eine Aufgabenteilung machen. Dann haue ich hier schon mal das an, die Möhre. Mit der Unterseite nach unten. Wie schön geil brate ich die durch. Die müssen schon ein bisschen braun werden auch, ne? Ja, also schön von beiden Seiten und man kann die auch so auf die Seite legen und dann halt die Seite nochmal. Teig ist echt so eine Allzweckwaffe, findest du nicht? Teig ja, ist schon krass. Teig. Ja. Teig ist für mich ein Killer. Teig ist alles. Ja. Jesus is the bread. In Deutschland machen wir so geiles Brot. Es muss doch Brotfestivals geben, oder? Ja. Wo man nur Bauernbrot ballert, den ganzen Tag frisch und so schreibt. Echt, wir sind doch das einzige Land, das so geiles Brot ballert. Als ob es die nicht gibt. Ja, deswegen gibt's. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es geile Brotfestivals gibt, wo man nur Brot zelebriert? Und den ganzen Tag gehen wir so, da nämlich hin. So ich liebe Brot. Boah, ich auch, Alter. Fuck. So frisches Bauernbrot und dann so mit Nutella oder so und dann knuspriger Rand noch und es schmeckt so nach Steinhofen. Oh. Hör bitte auf, ich habe so einen Hunger. Und, machst du das gut? Fragst du mich selber? Dann schon, ja. Wenn du einen extern fragen würdest, wäre das wahrscheinlich ein bisschen blöd. Das ist halt einfach so ein Essen früher gewesen für keine Ahnung, Soldaten, die unterwegs waren. Und das konnte man halt gut einpacken. Du hast halt einfach so, weißt du, wie so ein Reisbällchen, weil die Japaner oder so haben. Reisbällchen? Russen im Grunde einfach so ein Ding, was die so zack aus ihrem Beutel nehmen und dann einfach essen können. War da Fleisch drin? Schön gehaltvoll. Ja klar, du kannst das auch füllen mit was du willst. Kannst da Hack reinmachen. Buchstabier doch mal Mehl. M-E-H-L. Warum übernimmt Johanna eigentlich die Moderation? M-A-U-C-H. Freddy, was passiert hier eigentlich? Warum? Es tut mir total leid, ich weiß auch nicht, was los ist heute. Ich glaube, dass dieser Bau dieser galanten neuen Küche und Pippi da oben in der Ecke mich. Warum setzt du dich jetzt mit deinem Arsch fast auf die Herdplatte? Das kann nicht sein. Sonst redest du mit deinen Gästen immer so. Und ja, aber ich kenn dich schon. Du interessierst mich nicht. Boah. Wir reden jeden Tag über deine Probleme. Jeden Tag kommst du hier rein und sagst, Kevin hat wieder weniger gegessen. Wie heißt denn eine Katze nochmal? Kevin. Merlin. Merlin Kevin Minke. MKM. Merlin. We are the people. Freddy hat noch nie was gebraten. Entschuldigung. Hol die mal raus. Die können fast schon frittiert sein, weißt du? Die können auf jeden Fall noch. Ein bisschen, ne? Also kannst echt mehr Öl. Noch mehr Öl. Viel mehr Öl. Viel mehr Öl? Ja. Wir müssen schwimmen.
Johanna hat's kapiert. Alles ja, Johanna hat einfach nur Bock auf Essen und die weiß, die kennt die Füllung, die findet die geil. Ja, sie weiß einfach, was frittiert heißt. Richtig. Hey, du hast gesagt Braten. Hast aber eigentlich soll es sein, wie frittiert, schrei nicht so. Ich weiß auch, was frittieren heißt, aber wenn ihr mir sagt Braten, dann brat ist. Und Braten tut man mit wenig Öl. Ja, du hast mir halt nie zugehört. Natürlich höre ich einfach nie zu. We are the world. We are the children. We are the ones. We are the ones to make a better plan. So let's start giving. There are choices everywhere. And we're saving our own lives. And the better. Mach mal auf die Seite. Glaubt ihr, Michael Jackson hat Kinder vergewaltigt? Hoffentlich. Als ob nicht. Du sagst, als ob nicht? Hä? Also ich bin umstrittener Meinung. Habt ihr die Doku geguckt? Ja. Die kurzen 4 Stunden? Kurze 4 Stunden? Ja, habe ich echt über 3 Tage geguckt. War spannend. Was sagst du denn? Du bist ein Michael Jackson-Fan, ne? Nee. Kann mir so nicht angucken. Ich finde es super schwierig. Also ich will nicht über jemanden urteilen, der halt nicht mehr lebt, ne? Also er kann sich halt einfach nicht verteidigen. Dann erst recht. Nein, so, er kann Hitler, sich... kann man ja sagen. Jetzt war okay, ne? Ist tot. We are the world. Können wir die einfach kurz fertig braten? Zaubertrick, film mal hier auf dem Rand. Boah, Alter, das war unfassbar laut, auch nicht. Das tut mir sehr leid. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich hab das jetzt durchgedings. Ist das richtig so? Ja. Ich nehme mir jetzt sowas. Ich nehme dir sowas. Und dann mach ich mal so. Und dann nimmst du dir auch eins und machst so. Weil dann können wir nämlich ein Thumbnail machen. Süß. Nimmt man sich ein Löffelchen Schmand. Irgendwo auf dem Teller. Ja, ja, Löffelchen Schmand irgendwo auf dem Teller. Und man kann das jetzt im Grunde eigentlich einfach so mit der Hand essen. Oder aber auch noch nicht 100%. Freddy und Teig. Ja, der ist auch ein bisschen dick. Das ist auch ein Teil ist meine Schuld. Aber so, also ich mache jetzt erstmal ohne Schmand, weil ich will den originalen Geschmack von Gitroschki. Gitroschki. In meinem Mund haben. Ich nehme mich mal. Das war ein großer Happen. Also die Füllung. Die Füllung ist halt lecker und schmeckt einfach wie die Füllung mit Teig drum. Wie ich es mir gedacht habe. Der Teig ist nur ein bisschen crazy. Irgendwie habe ich das Gefühl, da hätten wir noch was reintun müssen. Aber ich bin genau in die Angaben gehalten. Der Teig ist wirklich ein bisschen dick. Wir haben ihn zu dick gemacht und das. Aber ich finde es tatsächlich auch lecker. Mir fehlt halt Hack. Also das ist eine geile Beilage. Kann man ja reinmachen. Mm. Man kann ja auch, es gibt hier auch halt auch mit Kartoffelpüree und Zwiebeln und. Das wäre das, was wir bei Hack und sowas gemacht haben. Ja, genau so ähnlich. Und der hatte die ja gekocht, ja. Wie Ravioli oder Tortelloni oder sowas. Aber geil. Gut. Ist sehr lecker. Hat mich gefreut, dass du mal dabei warst. Reicht jetzt auch. Ja, finde ich auch. Wir müssen auch ganz dringend aufhören, weil Johanna zittert schon. Die hat nämlich richtig Bock, auch jetzt hier so in schöne so eine Petroschki ins Mund zu schieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass doch mal ein Abo da bei den beiden. Die sind natürlich verlinkt in der Beschreibung. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Du bist immer verlinkt in der Beschreibung. Da steht einfach für die Thumbnails. @Johanna. Ernsthaft? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Macht das gerne mal nach. Schickt das Ilja, der freut sich über jeden Tweet. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.